Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch jetzt nochmal genau das Smoloff-Programm, was ich jetzt machen möchte, das Smoloff Junior. Hier auf smoloffjr.com kann man sich das wunderbar anschauen. Unter der Rubrik Smoloff Junior Calculator kann man das eingeben. Das wäre es dann bei mir, 150 Kilogramm, 1 Rep Max und 5 Kilo Steigerung. Im Großen und Ganzen das Programm halt eben basiert so 6x6, 7x5, 8x4, 10x3. Das wird auch die 3 Wochen beibehalten. Der einzige Unterschied ist, wie man hier jetzt sieht, das wird jeweils, wie man oben schon gesehen hat, um 5 Kilo erhöht. 105, 110, 115, 120, 125, 130 und so weiter. Und ja, das wird halt immer schwerer. Ist praktisch mehr oder weniger lineare Steigerung. Mit 4-mal die Woche. Kann man logischerweise nicht dauerhaft durchhalten. Also eine 4. Woche würde man wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Vielleicht gerade noch so, aber wie gesagt, naja. Das ist aber noch, wie gesagt, das einfache Programm Smoloff Junior ist das eigentliche Smoloff Programm. Das ist wesentlich schwieriger. Das ist 13 Wochen lang und nur für Kniebeugen ausgelegt. Das Smoloff Junior Programm ist für sowohl Bankdrücken als auch Kniebeuge gedacht. Hier steht's nochmal schön die Prozente. Immer 70, 75, 80, 85 und dann entsprechend plus extra Gewicht. Das Smoloff Junior Programm ist machbar für Bankdrücken und für Kniebeugen. Ich mache es aber nur für Bankdrücken, damit ich sozusagen noch leichtes Kniebeugen und so und leichtes Kreuzheben machen kann, weil Kreuzheben müsste man sonst rausnehmen, wenn man schweres Kniebeugen macht, weil das sonst zu hart werden würde. Und so habe ich dann nur dieses Bankdrücken, wo ich mich darauf konzentrieren kann und dann kann ich da auch schön, denke ich mal, die 5 Kilo Steigerung reinhauen. Machen wir es nochmal in Prozenten. 100 und 3,33% wären das dann, ne? Weil 5 Kilo von 150 sind 3,33%. Das sind jetzt wirklich nur die Prozente. So. Und so sehen dann die Prozente aus. Von 70 bis 91,666%. 10 mal 3, 91,6%. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Normalerweise sagt man, mit 90% schafft man 3 Wiederholungen in einem Satz. Zum Beispiel das Wendler-Programm, was ich habe, das ist darauf ausgelegt, dass man 3 Wiederholungen oder mehr macht mit 90%. Das heißt, wenn man sich gesteigert hat, schafft man mehr als 3 und wenn nicht, dann schafft man halt nur einmal 3. Und ja, muss man sehen, wie sehr ich mich denn gesteigert habe, dass ich das dann auch für 10 mal 3 mit fast 92% machen kann. Und jetzt gehen wir mal wieder auf die echten Gewichte. 150 und 5 Kilo Steigerung. Also 6 mal 6, 105 Kilo wäre das erste, was ich dann machen würde. So, jetzt mal ein bisschen off-topic. Seht ihr noch meine anderen Tabs, die hier offen sind? Ich gucke mir gerade so an, was man mit Premiere Pro so anstellen kann, weil das gerade mein neues Schneideprogramm der Wahl ist, nicht mehr Sony Vegas. Also ich komme damit halt noch nicht hundertprozentig klar, deswegen versuche ich da noch ein bisschen was zu lernen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist das besser, weil Adobe hat halt ganz viele verschiedene Programme, die so schön zusammenarbeiten können und das ist halt, finde ich, eine coole Sache. Hier gucke ich ein bisschen YouTube und so. Und jetzt 120 Kilo Bankdrücken. Warum habe ich das Video angemacht? Das ist schon 5 Tage her. Heute ist der 27. Das ist am 22. hochgeladen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, gucke ich mir mal an. 17-jähriger Bodybuilder, wie oft schafft er denn 120 Kilo? Hat mich dann ja auch mal interessiert, wa? So, was ist? Schafft er irgendwie 5, 6 Mal. Und ich die Leute auf Stoff, meinen sie. Ah ja, sind gestofft, meinen sie. Die ballern sich was, meinen sie. Hier unten war noch einer. Viele Roids. Ja,
Also, ist es natural möglich, mit 17 Jahren 120 Kilo Bankdrücken für mehrere Reps zu machen? Ja, logisch. Easy. Wenn man richtig trainiert, dann schafft man das. Ich will nicht sagen locker mit 17, aber ist es kein Meisterwerk, das mit 17 hinzukriegen. Wie gesagt, ich habe es mit 17 nicht hingekriegt. Ich bin jetzt 18, jetzt kriege ich es hin. Hätte ich ein Jahr früher angefangen mit Trainieren oder hätte ich einfach nur auch früher gewusst, wie man richtig trainiert und wie man sich richtig ernährt, hätte ich auch schon mit 17 Jahren 120 für mehrere Wiederholungen gedrückt. Also das ist nun wirklich nichts, wo man sagen muss, ach Gott, der muss stopfen. Möchte ich nur mal kurz in den Raum werfen. Ob die jetzt stopfen, habe ich jetzt überhaupt keinen Plan. Interessiert mich auch nicht. Eigentlich gucke ich gar nicht. Wie ihr seht, ich habe den noch nicht abonniert. Und ja, wen habe ich abonniert? Das könnt ihr mal gucken. Sophia Thiel habe ich abonniert. Das habe ich noch nicht gesehen. Das sind die ganzen neuen vor 21 Minuten. Ich gucke immer noch Minecraft. Das sind die Witze. Ich gucke immer noch Gaming-Videos. Ich spiele eigentlich gar nicht mehr. Vor allem Minecraft spiele ich noch ganz wenig. Aber es ist einfach so, wenn man keine Zeit mehr zum Spielen hat, dann guckt man sich halt einfach ein paar Videos an. Bleibt man noch dabei. Eike Wiemken habe ich abonniert. Werde ich mir das nochmal so nach und nach anschauen. Wie gesagt, so Spiele, keine Ahnung, Dena, Victor, Inscope. Ein paar Englische habe ich auch dabei. The Tiger Fitness ist ja noch mehr Englische. Der Fitness Oscar, den habe ich vor kurzem erst abonniert. Mal ein paar Videos von ihm angeschaut. Naja, muss ich jetzt nicht zu so sagen. The Tyson Fitness kennen wir alle hoffentlich. Jetzt der Newcomer, was weiß ich. Johannes Queller, Smart Gains, haben mir jetzt eine tolle Kollaboration gemacht und laden jetzt die Videos hoch. Sind bestimmt cool. Gucke ich mir an. Hier jetzt hier die englischen Physics of Greatness, Rich Piana, Max Tuning, KenFM, kleine Verschwörungstheoretiker. Keine Ahnung. Den gucke ich mir auch ab und zu mal an. Ist ganz interessant. Ja, hier, Diätpille, was sagen wir denn dazu? Hallo hier. Diätpille. Ja, gut. Das war jetzt vielleicht, ich hätte noch ein Lachsmiley hinschreiben sollen. Das war jetzt nicht so überwitzig. Komm, schreiben wir noch ein Lachsmiley hin. Damit die Leute verstehen, dass es ein Witz ist. Ich nehme die Pille nur nach dem Training. Bin ich gut. Naja, auf jeden Fall, jetzt seht ihr so, was bei mir abgeht. Hier Game of Thrones gucke ich auch, aber das ist jetzt nur, ne, das ist so ein kleiner Clip aus den Dings. Keine Ahnung, interessiert mich einfach mal so, manchmal geben ja auch so Gespräche mit den Schauspielern, wie sie bestimmte Effekte gemacht haben und so. Sehr unwichtig. Hier, das ist ein cooler Typ, den könnt ihr abonnieren. Falls sie noch nicht kennt, hat auch wenig Abos. Boah, ganz viel. Das mag ich eigentlich nicht, ne? Verstehe ich, warum machen die immer so 2-Minuten-Clips, die sie hochladen? Ich finde es ja eigentlich ganz okay, ne? Aber können die nicht einfach mal irgendwie was eine halbe Stunde lang hochladen oder so? Und dafür die ganze Zeit immer 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute, irgend so ein Scheiß. Genauso, ZDF Neo. Ist das deren Ernst? 5-mal hintereinander, guck mal, ist so eine ganze Seite haben die dazu geblockt mit einem Zeug, das mich überhaupt nicht interessiert. Irgend so ein Sex-Chains-Ding. Und wieder nur 2 Minuten. Da könnt ihr doch einfach mal, ja, das in eine Serie verpacken. Das kotzt mich richtig an. Joyce, die gucke ich eigentlich überhaupt nicht. Habe ich nur mal so gesehen, dass sie wohl eine bekannte YouTuberin ist. Ich habe mir ein, zwei Videos angeschaut. Das ist scheiße. Will mich hier Spaß in die Sumo-Kurz hier mal erklären. Wo sind sie? Ja, die könnt ihr auch mal abonnieren. Sind nette Leute. Ja, das war's eigentlich. Wir wollten nur mal so zeigen, einen kleinen Überblick haben in was ich so gucke und was ich nicht gucke. Zum Beispiel, habt ihr gesehen, Karl S. habe ich nicht abonniert. Misha habe ich nicht abonniert, Patrick habe ich nicht abonniert, so die anderen großen Muskelmacher habe ich nicht abonniert, Görki habe ich nicht abonniert, ich habe sie früher mal abonniert, aber heute nicht.
Und ja, ich finde deren Videos einfach irgendwie nicht mehr so interessant. Teilweise finde ich sie unsympathisch und so weiter. Wieder ein paar Kommentare. Wieder ein Daumen hoch für meinen lustigen Kommentar. Naja gut, das war's. Wie lange nehme ich schon auf? 10 Minuten. Huiui, ich hoffe, das war nicht so lang. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.